Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Skylands am Start, genauso wie ein kleines Ründchen. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Und ja, ich habe es ja in meinem Sonntagsvideo, was normalerweise ein Retro-Sonntag sein sollte, ich weiß. Aber zeitmangels konnte ich es leider nicht machen, weil ich meine Bude immer noch am Aufräumen, Umräumen bin. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich habe überlegt, wegen dem Rumgeheule auch, wie gesagt, am Sonntag, habe ich überlegt, ob es sich dann so zur Zeit rentiert, so hart dahinter zu stehen. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt weiter noch so regelmäßig jeden Tag 3 Videos hochlade oder ob ich es ein bisschen abschweifen lasse, bis es sich halt meiner Meinung nach rentiert. Hoppala. Muss ich noch schauen, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ansonsten starten wir jetzt. Achso, ich muss. Spiel an. Ich vergesse jetzt mal, dass ich A drücken muss, ey. Scheiße. Wie scheiße ist das, ey? Können Sie diesen Scheiße machen hier? Oh, warte mal. Entschuldigung. Tut mir so leid. Schnell Bewegung meistern. Ich habe schon wieder vergessen, wie man Team hierzu ausführt. Verhammelte alte Scheiße. Moment, das muss man ein bisschen lauter machen hier. Sag ich ja gar nichts. Ich wüsste ja schon zu gern, welche Art von Mission ich wohl bekomme. Einen dicken Dödel. Also gut. Ich werde als erstes nach Hause gehen und mich um mein Gepäck kümmern. Was für ein Gepäck? Machen wir ab. Wir haben doch gerade gerettet, oder nicht? Nein. Oh. Hey, ich habe gehört, dass du dich in Sunagakure sehr gut geschlagen hast. Du hast dich wohl seit der letzten Schulprüfung erheblich verändert. Ich hätte nicht gedacht, dass du es so weit bringen würdest. Deine Mutter! Und was hast du? Du steckst echt voller Energie. Was würde ich nicht alles geben, noch einmal so jung zu sein wie du? Zu sein steht er nicht, aber ich hab's einfach mal dazu gedichtet. Warum? Weil das viel sensibler, wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung, wer es auch rüberkommt. Ah, leck mich am Arsch. Okay, wir gehen weiter. Lauf. Okay, ihr Tochter müssen wir noch finden. Verfolgt mich einer? Oh, guck mal, Geist-Sensei. Hey, hast du nicht bei Kasekara-Rettung... Rettungsmission gekämpft? Dein Name ist mir entfallen. Aber ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen. Bist du bescheuert? Moment mal. Als ich die Schulenprüfung abgelegt habe, warst du es doch der... Nein, das ist es nicht. Hier, das wäre ein gutes Geschenk für Guy. Was? Guy dies geben. Nimm News zu Nachschlagewerk. Ja, warum nicht? Ein Geschenk für mich? Unfassbar! Wunderbar, ich danke dir für die freundliche Geste. Jetzt fühle ich mich sogar noch heißblütiger als zuvor. Yay, ein Herzchen bei ja, dieser Person. Treten. Okay, weiter geht's. Ich war heute bei meinen Eltern und da habe ich so ein bisschen ferngeglott. Oh. あれ、エルコ先生。そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ、今回は。あのさ。手分けでガーラも何とか元に戻ってさ。本当、良かったってばよ。お、どうしたの?いや。 これからはコノハとスナの関係がより密接になりそうだと思ってな。
そうだな。まったく、どんどん大きくなっていくな。さてと、そんじゃイルカ先生、俺行くってばよ。ああ。これからも頑張れよ、ナルト。よし。Ich war bei meinen Eltern und hab da ein bisschen ferngedödelt. Vor Langeweile, weil ich darauf fast gewartet habe, auf jemanden gewartet habe, der nicht erschienen ist. Arschloch. Oh, Neji. Ich hatte mich gefragt, was 3 Jahre Training wohl aus dir gemacht haben. Aber du bist jetzt besser, als ich es jemals gedacht hätte. Der Kampf in Sunagakure hat mir das gezeigt. Hier, das wäre ein gutes Geschenk für Neji. Neji, dies geben, Ninjutsu Nachschlagewerk. Okay. Für mich? Oh Mann, das weiß ich zu schätzen. Yay, Neji hat ein Herzchen. Und da kam auch so eine Sendung gerade, da habe ich eigentlich diese Jackie Chan gesehen. Kabel 1, Sonntag. Und habe ich so ein bisschen geglotzt und dann war da Pause, habe ich weitergemacht und dann kam auch irgendwann so eine Ansage von. Ja, Polizisten im Real Life und sowas. Und da war auch so ein kleines Kind, was einen Unfall beschreiben sollte. Ich fand so das, was rauskam. Ich, so ein 7-jähriger Junge. Ja, da voll lang gefahren, ey. So krass da. So eingefahren da. Da links, so krass. Ist mal ohne Witz, das waren seine Worte. Ich veräpple das jetzt gerade nicht. Das waren seine Worte. Oh Mann! Er ist immer noch irgendwo unterwegs. Wann kommt er bloß? Die Nachrichten verschickten sich nicht von alleine. Seufz! Das war irgendwie falsch, die Stimme. Aber es war wirklich ohne Witz so. Der hat so geredet. Also im Endeffekt ist es anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, dann. Der Autofahrer hat nicht aufgepasst und ist dann. Kind direkt reingefahren, dann war da noch ein anderer Ausländer, der hat dann ist auf den Spuren rumgetreten, voll drüber gelaufen die ganze Zeit, voll cool. Der hat das voll drauf gehabt und ich weiß nicht, was ich jetzt gerade hier mache, ich versuche gerade irgendwie eine Zeit zu verschwinden. Oh. Und hi, Florius, du Meister. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So, dann war noch eine andere Dame. Hat die Polizisten sie dann gefragt, wie es dem Jungen ging. Ja, der Junge wurde voll angefahren. Angefahren wurde der Junge. Ja, aber ist was sie meinen damit? Ja, konnte der Junge aufstehen? Hat man, was ist genau passiert? Ja, nix aufstehen. Ich nicht wissen, was sie meinen. Fand ich lustig. Ich bin ja nicht rassistisch, aber das fand ich schon irgendwie lustig in dem Moment. Okay, speaken wir mit diesem. Seit du da bist, steckst du ständig in Schwierigkeiten, stimmt's? Doch, stimmt doch, oder? Ich wollte natürlich helfen, aber ich muss mich um die Schulenprüfung kümmern. Bis die vorbei ist, werde ich dir nicht viel beistehen können. Ja, Naruto hat ja die Prüfung nochmal abgelegt und hat die verkackt, weil er irgendwas aktiviert hat, was er nicht aktivieren durfte. In dem Kampf. Und deswegen hat Konohamaru gewonnen. Du scheinst ja jetzt ein richtiger Ninja zu sein, Naruto. Sogar Lady Tsunade ist froh darüber. Sie sagt das zwar nicht, aber ich weiß es trotzdem. Ich weiß, die Stimme verändert sich jedes Mal bei ihr. Aber ich kann es mir einfach nicht merken. Quick! Obwohl ich Grund sagen sollte, sage ich Quick. Oh, jetzt geht's los. ナルトか、帰ってきてたのか。なあなあ、なんか新しい任務ってない？お前さっき戻ってきたばかりだろ。休息は取らなくていいのか？休息ならもう十分取ったってばよ。だから今は元気あり余ってんだ。ああ、なんというやつだ。で、なんか任務ある？たく、ちょっと待ってろ。自然に調べさせる。Die wird ja irgendwelche Missionen haben. Bitch.
一つだけナルト君でもできる任務がありますね。よし、それは俺がやってやるってばよ。Ich weiß nicht mal was. Wähle Mission, die du annehmen willst. Ein gewisser Kampf. Kunde zu Nade. Mission ist halt ein gewisses Team aus 3 Schülern. Sucht einen Trainingspartner. Geh zum Trainingsplatz und stell dich als Partner zur Verfügung. Die Mission annehmen. Sigi. Ein Trainingspartner? Haha. Ich bin schon ganz aufgeregt. Du wirst mit einigen Schülern zusammengespannt. Das wird schwierig für dich als Genin. Kein Problem. Es stimmt zwar, dass ich noch ein Genin bin, aber ich bin nicht so schwach, dass ich es nicht mit normalen Schulen aufnehmen könnte. Ich vermute, da hast du recht. In dem Fall wünsche ich dir viel Glück bei deiner Mission. Gib alles, was du hast. Klar doch! Kein Ding. Machen wir! Klipp, obwohl wir schnell unten sind. Das Lustige ist, ich kann jetzt einfach nur, wenn ich nach links gedrückt hätte, eben gerade, um rauszukommen. Haha, ich werde mein Bestes tun. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ciao. Weil er die Richtung einfach so angibt. Also egal, in welche Richtung ich laufe. Ja, das macht zu. Immer als geradeaus irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr schön, wieder in Konoha zu sein. Jetzt kann ich endlich mal leichter durchatmen. Wir haben mit Tsunakakuke viel durchgemacht. Und ich werde das nie vergessen. Aufgrund dieser Erfahrung will ich nur noch härter trainieren. Du kannst immer noch nichts, Sakura. Das Einzige, was du kannst, auf Boden einschlagen. Das krieg sogar ich hin. Was ist da? Scheiße, bin ich müde. Hi, Oni. Alter, ich bin der mit der Briefbombe, ne? Pass auf, was du sagst, du Schwanz. Lass mal den Frosch mal in Ruhe. Wo kommen die ganzen Köter her? So, wer will aufs Maul? Ihr habt eine Tracht Prügel bestellt? Ich stehe direkt vor dir, du Arsch. Joppa, Kiba ka. Sore ni Hinata mo. Sonde omae wa. Dara dakke? Jōdan naraba yoshita hou ga ii. Nase nara. Sore dake demo aite wa kizutsuku kara. Freunde, wir? Ah! Sono mendokusei shaberikata wa Shino. Nase shaberikata de handan suru? Welche Erinnerung, du hattest nie mit ihm zu tun. Kaette kite soso suna ni ne. Omae mo taihen da na. Iroiro to yo. Na na. Sore wa sou to da. Omae ga koko ni iru tte koto wa 俺らの相手を引き受けたのは。うん、この俺だってばよ。やっぱな。これはちょうどいい機会じゃねえか。お前と俺らがどれくらい強くなったか、バッチリ試せるってわけだ。俺の強さ見てビビんじゃねえぜ、キバ。その。 おたおたしてんじゃねえぜ、ひなた。ちゃんとついてこいよ。さあ、思いっきり行くってばよ。
4 gegen 1. Fick you. Ernsthaft. Er hat immer noch, hier. Akamaru. Ich fand Akamaru und Shikamaru immer so total verwirrend. Die auseinanderzuhalten vom Namen her, also am Anfang. Digga.